Pupils affected by ADHD show striking behavior, which can be quite different depending on the manifestation of the disorder. Most children with ADHD would like to be like their friends, just as popular and accepted. But ADHD makes it difficult for them to behave as they would like to. So often, despair about being different and unable to change anything about it lurks behind the facade of the class clown. In der Grundschule habe ich es am meisten eigentlich mitgemerkt, weil ich einfach da vom Verhalten des Kindes gecheckt habe, was ist da jetzt bei mir sozusagen falsch, was läuft da falsch, wieso ist es so, warum ausgerechnet ist es bei mir so. Das war dann noch am Anfang in der Zeit vom Gymnasium. Auf jeden Fall waren immer meine Interessen anders. Im Vorschulalter war es dann immer, ich wollte immer mehr Action, ich wollte immer mehr Aufregung, ich wollte immer mehr und mehr. Während die anderen schon immer sagen, na, nichts mehr, wir haben schon irgendwie genug. ADHD children are mostly driven by their psychomotor agitation, get up from their seats without permission, because they simply do not manage to remain seated quietly on their chairs. Because of their limited ability to remain attentive for a prolonged period, they often lack concentration during lessons. Their susceptibility to impulses often distracts them from lessons. Their own thoughts, noises and movements in their surroundings attract their attention. Thus, ADHD pupils often miss a lot of details in class, which makes it difficult for them to categorize and store what they have heard. Last but not least, they are constantly occupied with controlling their restlessness and struggling against the chaos in their own heads and in their satchels. When ADHD-affected people are corrected or contradicted, they can often be very easily offended, withdraw or get very angry. Then they quickly exceed the limits of others. People affected by ADHD often have a keen sense of injustice, and they can tenaciously hold on to their opinions once they have formed them. They can be very sensitive and easily offended, but then they are quickly cheerful and boisterous again. Especially important for people affected by ADHD is that fellow humans understand that their impulsive behavior is not meant badly in most cases, but an expression of their problems with properly controlling their emotions. Also jetzt gerade im Vergleich zu den früheren Lehrern und jetzt zu denen auf der Realschule, die ich jetzt hatte, war einfach der Unterschied ganz krass. Die auf dem Gymnasium, die haben halt gesagt, so hier mach deine Sachen fertig, das ist fatal sozusagen für uns. Weil wir sagen uns so, ich habe keinen Druck dazu, mache ich es einfach nicht. Interessiert die ja nicht. Letztendlich haben wir dann am Ende das Problem, wir können die Sachen nicht. Und das war jetzt dann zum Beispiel auch auf der Realschule komplett anders. Da haben die Lehrer wirklich sich um einen gekümmert sozusagen. Gerade bei mir sind die Lehrer ein bisschen mehr darauf eingegangen, so ja komm ey, das und das ist dann halt, das kannst du nicht. Am Ende in der Arbeit kriegst du dann wieder eine schlechtere Note. Und das will man ja am Ende nicht. Also gerade einfach diese Kommunikation mit den Lehrern, dass nicht einfach so die Lehrerbasis ist, ja, ist halt mein Lehrer, sondern auch so ein bisschen mit so als Freund rüberkommt. Ich glaube, ohne diese Lehrerin hätte ich zum einen nicht mein Abitur geschafft. Ich hätte nicht die Motivation bzw. dafür aufbringen können. Noch hätte ich es quasi mental mit dem Verhältnis meiner Klasse, die zu dem Zeit recht schwierig war, überhaupt geschafft. Durch ihr habe ich auch überhaupt gelernt, auf andere Menschen versuchen zu verstehen, auch nicht immer aus meiner Perspektive, ich bin so wie der andere zu denken, sondern der andere kann es auch anders interpretieren, er kann es auch anders verstehen. Und mein Verhalten kann zwei verschiedene Reaktionen und nicht nur eine bestimmte Reaktion auslösen. Und ich glaube, wäre sie nicht gewesen, das war sozusagen für mich fast wie ein Glücksfall, dann wäre ich zum einen nicht die Person, die ich heute wäre, geschweige denn mit einem Studium, noch mit einem eigenständigen Lebensstil.